Also herzlich willkommen zum Vortrag ein bisschen über PDF im MBS-Plugin. Und zwar gibt es da zwei Funktionsbereiche im MBS-Plugin. Das erste ist PDF-Kit, die Bibliothek, die von Apple mitgeliefert wird beim MacOS. Und die können wir für PDF-Funktionen verwenden, direkt im MBS-Plugin. Da aber bei Windows und bei Linux keine PDF-Bibliothek mitkommt, bieten wir auch das Dyna-PDF an. Das ist eine Cross-Plattform-PDF-Bibliothek, mit der man allerlei PDF-Funktionen in FileMaker umsetzen kann. Das ist aber eine separate Lizenz, die wir dann direkt mitverkaufen. Beide Bibliotheken können die Grundaufgaben bei der PDF-Verarbeitung, das heißt, sie können PDFs zusammenführen, zum Beispiel eben ihre AGBs an eine Rechnung, die FileMaker erstellt hat, hinten dranfügen. Sie können PDFs aufteilen, nach einzelnen Seiten wieder neu zusammenfügen. Sie können einzelne Seiten als Bild rendern und die dann dem Benutzer anzeigen, zum Beispiel eben beim WebDirect, dass man die dann das PDF nicht runterladen kann, sondern eben nur das Bild sieht. Wir können automatisch PDFs zum Drucker schicken, bei Mac mit PDF-Kit, bei Windows mit Dyna-PDF. Sollte bei Mac das ein Faxgerät sein, können Sie das auch direkt dann faxen, wenn Sie eine Faxnummer mitgeben. Sie können den Text extrahieren aus einem PDF und dann zum Beispiel in Ihrer Dokumentenverwaltung für die Volltextsuche verwenden. Und wenn Sie PDFs zusammenbauen mit dem Plugin, können Sie natürlich auch neue Seiten hinzufügen oder Seiten mit einem Bild hinzufügen. Mit dem Dyna-PDF können wir noch ein bisschen mehr. Wir können halt PDFs erzeugen, bearbeiten, auch wieder teilen und zusammenfügen. Wir können sie drucken, beschneiden, platzieren und anzeigen. Sie können mit dem Dyna-PDF und dem MBS-Plugin durchaus eine komplette Montagesoftware schreiben, mit der Sie Ihre Druckbögen montieren können. Sie können PDFs nach PDF-A oder PDF-X-Format konvertieren und es gibt inzwischen den ein oder anderen Konzern, der Rechnungen nur noch als PDF-A annimmt. Einige Firmen lassen auch alle PDFs, die sie bekommen, als PDF-A konvertieren für die Archivierung und dann ablegen. In einem PDF können wir Anhänge einbinden, zum Beispiel eben irgendwelche anderen Daten, die dann am Ziel wieder extrahiert werden können. Sie können, wenn Sie eine Mediendatenbank machen, natürlich aus einem PDF die eingebetteten Bilder extrahieren und dann zum Beispiel einzeln zum OCR schicken. Sie können auch bei Texten, beim PDF den Text extrahieren. Und wenn Sie zum Beispiel Rechnungen bekommen, die immer im gleichen Format sind und die Rechnungsnummer immer an der gleichen Stelle haben, können Sie natürlich gezielt diesen Bereich nehmen, um da den Text zu extrahieren, dann haben Sie die Rechnungsnummer. Und wir können PDFs verschlüsseln und entschlüsseln und natürlich mit Passwort sperren. Dann haben wir jede Menge Funktionen zu Formularfeldern. Wir können die Formularfelder automatisch erzeugen, aber vielleicht bauen Sie das lieber in Acrobat direkt und dann können wir das mit dem Plugin ausfüllen. Das heißt, Sie bringen ein PDF mit Formular. Wir können das zum Beispiel ausfüllen, können das PDF mit den Daten, die drinstehen, zum Kunden schicken. Der Kunde kann die Daten zum Beispiel ändern, das PDF zurückschicken und wir importieren es dann wieder. Und wenn Sie das PDF archivieren wollen, können wir die Felder einebnen, dann sind sie nicht mehr editierbar. Dann gibt es eine Suchfunktion, beziehungsweise Sie können die Unterschiede in einem PDF hervorheben. Zum Beispiel können Sie im PDF nach Text suchen und den dann auch farblich hervorheben. Oder Sie können zwei PDFs dem Plugin geben und dann fragen, was sind die Unterschiede jetzt zwischen den PDFs und die dann farblich hervorheben. Zum Beispiel ganz nützlich, wenn man Verträge an Kunden schickt, bekommt das PDF zurück und möchte wissen, ob er den Text geändert hat. Alles schon vorgekommen. So, dann können wir PDFs schützen. Wir können die PDFs digital signieren mit einem digitalen Zertifikat im PKCS12-Format. Damit können Sie dann im Acrobat Client sehen, ob das PDF verändert wurde und ob das PDF immer noch zu der Signatur passt. Einige Firmen möchten nur noch Rechnungen, die auch signiert sind, um halt beweisen zu können, dass sie eben nicht seit der Erstellung geändert worden. Optional können wir auch ein PDF mit dem Passwort schützen. Da gibt es zwei Passwörter. Das eine ist, das man benutzt, um es überhaupt anzuzeigen. Und dann eben das zweite Passwort, was dann alles erlaubt.
Daher kann man dann zum Beispiel getrennte Passwörter für Anzeige oder Drucken nehmen oder ein Passwort weglassen, dass man dann halt das PDF auf jeden Fall öffnen kann, aber zum Bearbeiten oder Drucken ein Passwort braucht. Und wir können die PDFs mit AES 256 oder schlechteren Sachen verschlüsseln. Dann gibt es Anmerkungen in PDFs. Die können wir automatisch erstellen. Das erlaubt Ihnen zum Beispiel eben Links anzulegen zu anderen Seiten, zu anderen PDF-Dokumenten oder zu Webseiten. Das heißt, wenn Sie mit FileMaker Ihre Rechnung erstellt haben, möchten dann Ihren Link mit Ihrer Domain anklickbar machen oder Ihre E-Mail-Adresse anklickbar machen, können Sie das mit dem Plugin gerne machen. Sie können aber auch den Benutzer zum Beispiel eine Anmerkung erstellen lassen und die dann auslesen, sodass zum Beispiel der Benutzer in einer Vorlage direkt über ein farbiges Rechteck definieren kann, wo eine Tabelle platziert wird zum Beispiel. Können Sie eben diese Position auslesen. Sie können die Anmerkung auch einebnen für die Archivierung. Die Highlight Annotation erlaubt Ihnen zum Beispiel das Hervorheben von Text. Das heißt, Sie können gezielt sagen, dass bestimmte Wörter, die Sie zum Beispiel über das Plugin gefunden haben, farblich hervorgehoben werden. Dann können Sie natürlich auch ein PDF komplett mit dem MBS-Plugin zusammenbauen, ohne FileMaker-Layouts dafür zu verwenden. In der Regel importieren wir eine Vorlage und platzieren dann Inhalte, also Texte, Bilder, Vektorgrafik direkt auf die PDF-Seiten. Wir können für das Layout eine Tabelle verwenden, die wir dann dynamisch über mehrere Seiten ausgeben können. Die Zeilen sind dynamisch in der Höhe und jede Zelle dieser Tabelle kann Texte, Bilder oder auch wieder PDF-Seiten enthalten. Zum Beispiel, wenn man 4 Seiten auf einer platzieren möchte, kann man das elegant mit einer Tabelle machen. Und wir können Text direkt mit Stil ausgeben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihre Rechnung mit dem Plugin bauen, können Sie formatierten Text, den Sie in einem PDF-Feld haben, direkt übernehmen in das PDF. Hier als Beispiel links das Feld in FileMaker, wo wir ein bisschen formatierten Text haben und rechts dann das entsprechende in dem PDF ausgegeben mit dem Plugin. Dann habe ich hier noch 2 Beispiele, die dem Plugin beilegen. Links das Katalogbeispiel, rechts das Rechnungsbeispiel. In dem Katalogbeispiel haben wir mehrere geschachtelte Tabellen, um einzelne Elemente auszugeben. Also beim Kunden waren es dann Artikel. Jeder Artikel hatte mehrere Bilder, einen Beschreibungstext oder mehrere Beschreibungstexte, eventuell noch so eine Untertabelle. Und je nachdem, wie viel Inhalt pro Artikel war, kamen halt unterschiedlich viele Artikel auf die Seite. Und Texte und Bilder sind unabhängig gelayoutet. Das heißt, je mehr von einem, desto höher wird der Artikel auch. Und rechts das Rechnungsbeispiel, wo wir auf ein vorhandenes PDF mit dem Briefkopf eben eine Tabelle platzieren und Text davor, dahinter platzieren. Je nachdem, wie viel Text das ist, wird das passend umgebrochen dynamisch. Und die Zeilen haben auch immer die passende Höhe zu dem Textinhalt. Dann gibt es in Deutschland den Zugpferdstandard. Das ist ein internationaler Standard für Rechnungen, wo in einer PDF-Datei ein XML mit eingebettet wird und in dem XML stehen für den Computer nochmal alle Rechnungsdaten. In Deutschland gibt es inzwischen ein paar größere Konzerne, die das verlangen, weshalb einige FileMaker-Entwickler das schon fleißig am Umsetzen sind. Man kann sich das XML als Vorlage besorgen, kann dann schauen, wo man seine Werte einträgt, also für den Kunden, für die Rechnungsposten, für die Gesamtsumme und die Steuersätze und kann das dann mit dem Dyna-PDF einbetten. Die Rechnungen werden dann auch als PDF-A-Format gespeichert und falls ihr eine vorhandene Rechnung, die ihr in FileMaker mit dem Layout erstellt habt, verwenden wollt, bieten wir auch einen PDF-A-Konverter dafür an. Da gibt es ein komplettes Beispiel, dass das halt eine vorhandene Rechnung und ein XML zusammenfügt, dass man das also einfach in 10 Minuten direkt einbauen kann. Das XML zusammenbauen dauert ein bisschen länger. Aber da habe ich auch jede Menge XML-Funktionen, die da helfen. Dann haben wir die Möglichkeit, ein PDF zu optimieren. Dabei bauen wir die komplette Struktur vom PDF auf, schauen uns alle Bestandteile vom PDF an und entfernen automatisch ein paar der üblichen Fehler, die da vielleicht im PDF sind. Wenn man Bilder im PDF hat, können wir die gerne auch verkleinern, dass wir dann schauen, dass ob sie JPEG-komprimiert weniger Platz beanspruchen, dass dann also auch die Datei kleiner werden kann.
Sollte die PDF-Datei aus mehreren PDF-Dateien zusammengefügt worden sein, kann es gut sein, dass es irgendwelche Bilder oder Schriften im PDF gibt, die dann mehrfach vorhanden sind. Die können wir dann durch Referenzen ersetzen, dass es halt nur einmal gespeichert wird. Falls Vorschaubilder vorhanden sind oder private Daten, zum Beispiel InDesign macht das gern, können wir die dann auch entfernen. Dadurch erhalten wir dann kleinere PDFs. Und ich habe einige Kunden, die halt komplett alle PDFs, die sie bekommen, durch den Optimierer schicken, einfach nur damit sie kleiner und fehlerkorrekt sind. Weil nichts ist peinlicher, als dem Kunden eine Rechnung zu schicken und die geht im Acrobat Reader auf und dann kommt eine Fehlermeldung. Hier mal ein Beispiel fürs Optimieren. Ich habe da mal in FileMaker ein großes Containerfeld gemacht, habe ein Bild von der Konferenz reingesetzt, in FileMaker ausgegeben und es kam dann ein PDF raus, was halt 1098 Kilobyte groß war. Das habe ich einmal durch den Optimierer geschickt, der das dann auf 150 dpi reduziert hat. Und dann haben wir das gespeichert mit 190 Kilobyte. Also FileMaker hat das Bild in seiner ganzen Pracht da reingesetzt und das ist bestimmt für einen hochauflösenden Druck auch ganz nett, aber wenn ich das nur per E-Mail verschicke, dann reichen mir vielleicht die 150 dpi. Und man sieht unten in der Dateiaufnahme, also wenn ihr mal nah rankommt oder naja, am Bildschirm sieht man es noch besser, also da sind ein bisschen was zu sehen, dass es halt ein bisschen schlechter ist, aber nicht viel. Dann haben wir eine Möglichkeit, Bilder zu ersetzen. Wenn man also das war für eine Maklerfirma gedacht, die hatten halt ein PDF, wo sie halt Häuser anpreisen. Und da haben wir eine Vorlage genommen, wo halt 4 Platzhalterbilder waren. Und dann konnten wir halt diese Bilder durch die jeweiligen aktuellen Grafiken ersetzen. Und der Kunde, also der Makler, kann seinen Flyer da mit einem anderen Programm jederzeit erstellen und kann dann diese Vorlage einfach in FileMaker einfügen, kann die Bilder drauf laden lassen und das dann ausgeben. Hier nochmal in größer, also wir setzen das Bild ein und auch wenn das Bild rotiert ist oder verkleinert oder so, das macht nichts, wir ersetzen einfach das Originalbild, wie es ist. Und das war's auch schon. Gibt's Fragen?